Wie lernst du dann? Ah! Ja, super. Nö, läuft. Ja, wir wollten ja jetzt gerade anfangen. Nee, die kommt ja jetzt. Ja, wir wollten eigentlich jetzt anfangen. Ja, warte. Heike! Ja, ich komme! Wo bleibst du denn? Ja, da bin ich ja schon. Ich habe noch das Huhn. So, wir müssen jetzt Schluss machen. Das Huhn geholt mit den Eiern. Tschüss. Hier, das Huhn. Genau, weil es geht ja um die Frage der Fragen gleich, ne? Genau, was hat der Hase mit dem Ei zu tun? Okay, seid gegrüßt, grüßt, Leute. Grüezi. Heute zum Jazz Piraten TV, die zweite. Yeah. Der Kontrabass steht heute im Licht, Gitarre bleibt im Kasten. Vergesst bitte das Hutgeld nicht, sonst müssen wir bald fasten. Die Jazz-Piraten ist auf Verdacht, die Jazz-Piraten haben mal mitgebracht, die Jazz-Piraten. Bühne frei! Hey Leute, seid gegrüßt. Es geht sofort weiter. Mit einem Stück über einen Burschen oder über einen jungen Mann, der im 19. Jahrhundert am Monte Verita auftauchte, am Berg der Wahrheit. Und er sprach so weise, dass es sogar ein Lied über ihn gibt. Spoke of many things, fools.
they said to me, the greatest thing you'll ever learn, it's just to love and be loved in return. Wie steht der da auf unserer Liste? Ach, der kann ich eh gar nicht lesen. Kannst du nicht lesen? Nee, wo kam denn? Warte mal, wer kann da... Ah, okay. Es kommt nicht das Huhn, weil das Huhn ist raus. Das Huhn ist raus. Das Huhn kennt man natürlich daher, weil das Huhn Eier legt. Ne? Und ein Hase, der legt ja keine Eier, aber die Körtel, die sehen schon doch manchmal so aus wie kleine Eierkisten. Ne? Holst du eins raus? Hier sind nämlich ein paar Eier drin. Ah, guck mal. Mhm. Okay. Das Huhn ist raus. Hast du Hasen mitgebracht? Das Huhn, das, doch warte mal eben hier so, ne? Der Osterhase hoppelt herum. Nein, also. Aber ich habe heute in so einem schlauen Buch, in so einem dicken Buch mal was nachgelesen. Also, erzähl du mal. Und zwar über das Ei. Weil das Ei... Das Ei gibt es schon seit über 12.000 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also damals, wie hieß die Zeit? Das ist so ein ganz schweres Wort. Warte mal. Jungpaläolithikum. Jungpaläolithikum. So ungefähr, ja? So war das. Und damals tauchten nämlich Eier schon als Symbole auf. Manche waren rund. Manche waren halt auch eben, wie man so Eier kennt in der Form. Und dann gab es sogar auch
ellipsenförmig und die waren bunt angemalt. Und das ist das, was sich bis heute tatsächlich erhalten hat, weil das kennen wir ja alle, ne? Ostern schön Eier malen, ne? Und der Hase hingegen, der fand erst 1678 zum Ei. Wo ist das Ei? Ach so, der Hase Ei, fand. Hat, hier, der, ach so, der, ach ja. So, der hat die Eier schon. Hat ja nee, also okay. Der Hase taucht tatsächlich erst im 6. Jahrhundert vor Christus auf. Und in Griechenland wurde ein Hase verschenkt als Symbol der Liebe. Und deswegen sagt man auch, dass der Hase in der Gefolgschaft von Aphrodite war. Ja, man könnte da jetzt noch tiefer reingehen, was das alles mit... Ja, das machen wir aber nicht. Nee, das also, machen wir nicht. Ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, ne? Also der Hase hat eigentlich nichts mit dem Ei zu tun, im biologischen Sinn. Ja, und sonst auch nicht. Ich meine, die haben letztendlich, geht es ja um ganz alte Riten, was die Christen uns dann irgendwann so eingetrichtert haben, so mit neuen Sachen. Weil es war schon so, dass da die Aphrodite und die Helder oder Holder oder so, die... Ich glaube Holler. Holler? Nee, nicht Holler. Hey, Holler! Holler! Ach, hör mal, weißt du, wer heute Geburtstag hat? Nein. Martin Sarkowski hat heute Geburtstag. Heute? Der hatte doch gestern Geburtstag. Gestern? Ja, am Samstag. Heute ist doch Samstag. Nee, heute ist Sonntag. Ach so, heute ist ja Sonntag. Du hast also echt einen Verdreher. Hast auch wenig geschlafen. Ja, ja. Ja, ja. Komm weiter hier im Takt. Komm. Ja. Ne? Weiter im Takt. Oh, nee. Komm, den stören wir uns jetzt nicht dran. Komm, spiel weiter, komm. Ich mal das Kasu, ja. Ach so. Das... Ja, okay. Summertime. Auf Deutsch wolltest du singen. Warte mal eben.
Warte mal, rote Schuhe habe ich auch gar nicht an. Ich gehe nämlich heute barfuß und überhaupt habe ich heute Abend gar kein Rendezvous. Das ist alles totaler Quatsch. Aber das ist halt mal so irgendwann entstanden und war doch. Und hast du nicht mit mir ein Rendezvous? Also, sie hat doch mit mir ein Rendezvous. Mein Gott. Ach, Spaß. Das war doch alles so abgesprochen, Mann. Scheiße. Oh, wie lange sollen wir das denn noch proben? Also, ja, gut, okay. Ist ja auch egal, auf jeden Fall gleich ruft sowieso wieder die Regie an. Und, also ich würde sagen... Komm, wir machen jetzt mal einen zum Mitsingen. Ja. Komm, wir machen mal einen zum Mitsingen. Leute, ich singe euch etwas vor und ihr singt mit. Und damit ich so das Gefühl habe, dass ihr auch wirklich mitsingt, singt der Sven jetzt mit. Ja, so. Okay. Hey. Komm mal hier hin, okay? Ja, okay. Das war ein scheiß Einstieg. Oh, na, warte mal. Was soll die? Geht direkt die Hand wieder hier hoch. Ich hab dir gesagt, die soll das nicht. Okay, warte. Und. Taranti, taranti, taranta. Taranti, taranti, taranta. Taranti, taranti, taranta. Asiatischen Bereich kommt, aber der hat was Schönes gesagt. When too perfect, lieber Gott böse. Ganz einfach. Verstehst du? Wir trinken gleich lecker eierlich. Ich muss doch schließlich weitergehen, habe ich jetzt gehört. Tschüss, bis gleich. Komm. Ja, wir denken dran, das kommt ja jetzt. Ciao. Boah, mit dem arbeite ich nie mehr zusammen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Kostet alle nur Geld. Ach, also, guck mal hier. Der Zylinder, jetzt liegt da die ganze Zeit der Zylinder und du hast ihn nicht einmal aufgehabt. Den muss ich jetzt aufsetzen. Gib mir doch mal den Hocker. Ja, warte. Okay. Komm. Jetzt muss ich im Stehen spielen. Nee, ja, da setz dich da mal hin. Genau. Komm schön ins Bild. So ins Bild. Nicht, genau. Dass man dich wieder nicht sieht. Okay. Hinter. Oh, mal eben hier. Die Zeit ist reif, das ist das allerletzte Stück für heute. Doch halte rein und zück den Schein. Mit PayPal ist es möglich von zu Hause. Oder mal so probieren. Probieren hier. Der Hut. Oh, kommt Leute, ich will's klingeln hören. Kommt, schmeißt was rein. Oh, yo! Hört sich gut an! Wir hoffen, dass ihr euch erfreut an unserer musikalischen Reise. Es war für uns auch heute erneut eine unglaublich geile Sause. Wir haben auch noch viele Lieder. Und in der Zwischenzeit. Ey Leute, macht's gut. Haltet die Ohren still.
steif. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt JazzpiratenTV! Yeah, yeah! So. Oh.